Hallihallo, da sind wir wieder bei Minecraft und ihr habt abgestimmt. Wir werden im Dschungel bauen. Und ja, es gibt natürlich wieder einiges Neues. Ich habe ja zur Abstimmung aufgerufen, dass ihr abstimmen sollt, wo wir als nächstes bauen. Und ja, die Beteiligung war nicht gerade groß, aber hinterher, wenn es dann darum ging, dass dann irgendwas verlost wird und diese Sache schon gelaufen ist, dann wird dann immer groß rumgejammert. Ich wusste das ja gar nicht. Ja. Aber Gott sei Dank ist da nun nicht jeder so. Ich habe natürlich heimlich mal die berücksichtigt, die sich noch gemeldet haben, bevor es 10 Leute waren, die abgestimmt haben. Und ja, weil eigentlich sollte die Abstimmung heute Morgen um 8 enden. Aber da sich da erst 6 Personen gemeldet hatten, habe ich gesagt, ach mein Gott, scheiß drauf. Dann verlost du die Schlüssel einfach alle. Die Produktschlüssel. Das interessiert mich. Was ist das denn? Der Media Player hat sich eben ab und zu beendet. Was soll das? Ich weiß es nicht. So, wir wollten mal gucken. Hier ist ja jetzt noch so ein bisschen Lehm im Ofen und sowas. Wir werden daraus natürlich so ein bisschen was machen. Aber das machen wir mal gleich. So, wir gucken erstmal. Haben wir noch alles an Equipment, was wir bräuchten? Ja, wir könnten mal so ein bisschen vorsorgen. Wir könnten mal unser Inventar einfach so ein bisschen aufräumen. Birkenholzblätter, Eichenholzbretter. Nicht Blätter. Ja, und ihr wart irgendwie sehr interessiert in Sachen Ex-Freundin. Eigentlich wollte ich dazu gar nichts mehr sagen, weil eigentlich hieß es, ich soll einfach mal abwarten. Aber das Ganze ist dann doch eine ziemliche Nullnummer geworden jetzt. Ist zwar natürlich schade, aber was soll's. Daran merkt man dann halt auch immer, ob irgendwas ernst gemeint ist oder nicht. Es ist ganz einfach so. Das heißt nicht, dass mir die Person jetzt nicht mehr wichtig ist oder sowas. Eins müsst ihr euch für die Liebe immer merken. Guckt euch die Menschen vorher ganz, ganz genau an. Weil so wie der Mensch vor, so wie die Person vor euch war, vor euch mit anderen umgegangen ist, wenn ihr die Person schon länger kanntet, so wird die Person auch irgendwann mit euch umgehen, wenn dann irgendwann die Liebe erloschen ist oder die Liebe weniger wird. Es ist ganz einfach so. Das wird sich auch an einem Menschen niemals ändern. Ne? Wenn dieser Mensch gerne andere verletzt oder andere schon verletzt hat, beachtet zum Beispiel auch immer, wie die Person mit Ex-Freunden umgeht. Wenn sie über Ex-Freunde lästert, dann kann es gut möglich sein, dass sie über dich genauso ablästert. Ist jetzt in dem Fall zwar nicht so gewesen, aber wie gesagt, mir kommt das Verhalten bekannt vor. Das heißt zwar nicht, dass die Person ein schlechter Mensch ist, aber sagt halt einiges über die Person aus. Achtet da einfach drauf und dann seid immer ein bisschen vorsichtig. Großer Tipp auch, verliebt euch nicht zu sehr. Denn je mehr und ernsthafter ihr euch in eine Person verliebt, umso mehr werdet ihr hinterher enttäuscht sein. So, Obsidian haben wir ja auch 10. Ich bin am Überlegen. Wir brauchen eigentlich noch viel mehr Obsidian.
Weil ich möchte gerne so eine Truhe machen. Ihr wisst, wie ich meine. Achso, wir können mal Eisen rausnehmen. Das können wir mal eben machen. Wir können daraus Eisenblöcke machen. Wenn ihr das wollt. Und eins ist ganz wichtig. Wenn sich eine Frau von euch trennt. Ein Mädel von euch trennt. Weiß ja gar nicht. Ihr seid ja nicht alle in meinem Alter. Die meisten nicht. Merkt euch eines immer. Macht einfach, was ihr für richtig haltet. Weil es wird in den meisten Fällen wird es sowieso falsch sein. Weil wenn ihr euch zu sehr um sie bemüht, dann geht ihr ihr auf den Sack. Und wenn ihr euch nicht um sie kümmert, da könnt ihr dann zumindest noch sehen, ob sie es ernst meint oder nicht. Aber wenn ihr euch nicht meldet, dann werdet ihr meistens zu hören kriegen, da bedeute ich dir ja doch nichts und bla und überhaupt. Schaut euch das einfach mal an. Achtet immer darauf. So, okay. Hier haben wir nochmal ein paar Ziegel. Dann bauen wir nämlich gleich mal ein Häuschen. Dafür habe ich die auch gemacht. So, geh weg da. Och, geh aus der Ecke da raus. Sonst schmeiß ich dich aus dem Haus. Und dann bist du verloren. Weil dann kommen die Creeper. Und die ganzen Zombies. Und die werden dich fressen. Diese Mistviecher. So. Ja, bester Tipp. Versucht einfach immer das, was war, zu vergessen. Ist ganz wichtig. Dann seid ihr auch nicht zu sehr verletzt. Ach so. Wir packen hinten in die andere Kiste, packen wir, glaube ich, mal so ein bisschen den Krams rein, den wir jetzt nicht brauchen. Also wie gesagt, ich habe es auch erlebt. Erst habe ich mich so ein bisschen bemüht, habe auch versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Das Problem ist halt daran gewesen, dass das dann zu viel war für sie. Auch wenn ich mich nur einmal am Tag gemeldet habe. Das war zu viel. Viel zu viel. Natürlich war es das eigentlich nicht. Aber müsst ihr mal merken, eine Frau sieht das immer anders. Die sind da im Endeffekt wesentlich komplizierter als wir. Und auch extrem sensibel, was das angeht. Da habt ihr keine Chance gegen. Sie meint es vielleicht nicht mal böse, aber wie gesagt, sie wird euch da enttäuschen. In vielen Fällen. Achso, wir machen uns jetzt mal so eine Obsidian-Truhe. Eine Ender-Truhe. Ja, ist leider oft so. Hä, wie gingen denn die nochmal? Ach, verdammt. Ich weiß es gar nicht mehr. Gibt ja auch keine Crafting-Rezepte hier direkt in Minecraft. Das fehlt mir so ein bisschen hier bei der PC-Version. Die Xbox-Version spiele ich ja so gut wie nie. So. Okay, ich glaube, wir können dann langsam mal los, oder? Nehmen wir den Rest noch mit. Ich glaube, wir nehmen den Rest vielleicht noch mit. Der ist leer. Der ist noch voll. Ich weiß nicht, ich würde sagen. Untouched by time, lives the life that man has forgotten, where the primitive struggle against nature. So, was wollt ihr jetzt eigentlich als zweite Spielserie haben? Ich will definitiv eine zweite Spielserie laufen lassen, weil mit Final Fantasy VI, das ist ja nichts geworden.
Das ist ja das Problem. Also ihr habt da mehrere Titel zur Auswahl. Sagt es mir einfach mal in den Kommentaren. Aber schreibt auch einen Kommentar und guckt nicht nur das Video. Ne? Wenn, dann könnt ihr auch gerne mal ein bisschen Feedback abgeben. Ist ganz einfach so. Es gibt Leute, die machen das immer. Weiß ich auch sehr zu schätzen, aber es gibt auch genug Leute, die schauen einfach nur rein. Es gibt aber auch genug Leute, die schauen dann die ersten 2 Minuten rein und sagen dann, oh, die Folge ist scheiß langweilig, verpiss ich mich jetzt wieder. Ist ganz einfach so. Sagt es mir einfach. Wäre mir schon wichtig zu wissen, weil das Problem ist halt einfach, ich möchte gerne eine Spielserie machen. Aber halt nicht ohne, dass da halt so ein bisschen Feedback von euch kam. Ihr könnt es euch aussuchen. Es gibt Metal Gear Rising. Ist ein relativ geiler neuer Titel. Soll wohl nicht so sehr lang sein, sagte mir einer der Fans. Dann gibt es außer Metal Gear Rising gibt es noch Resident Evil 6. Wurde, glaube ich, auch von einigen gewählt. Jetzt raus hier. Geht raus aus dem Haus. Sonst muss ich euch töten. Ihr Mistviecher. Ihr Menschen. Wartet mal. Jetzt kann ich denn den Rest auch noch aus dem Ofen holen. Weil die Öfen mit Sicherheit zum Teil schon fertig sein werden. So. Falsche Taste. Ja, ist schon eine Menge. Dann warten wir eben ab. Ich würde gerne noch ein bisschen Sand sammeln, bevor wir das ganz vergessen, weil nachher haben wir sonst keinen Sand. Wir haben hier eine Wüste, da hinten. Nee, wo haben wir die Wüste? Scheiße. Ja. Ja, ich wollte euch ja noch erzählen, wie das ein bisschen gelaufen ist. Also ich wollte halt wissen von meiner Ex, wie das nun ist, weil sie hatte gestern Geburtstag, sollte von mir ein Geburtstagsgeschenk kriegen. Und ich hatte das ja schon vorher gekauft gehabt. Ich schmeiß sowas ja nicht einfach weg. Ne? Und nur weil man getrennt ist, heißt das nicht, dass man nicht noch befreundet ist. Ne? In den meisten Fällen bin ich mit meinen Ex-Freundinnen auch noch befreundet. So auch in diesem Fall. Ja, und ich sie dann gefragt. Ne? Ja, ich melde mich später mit meinem Kumpel. Und jetzt nicht anschreiben, weil ich habe auch einen im Tee. Okay. Naja. In Sachen Kumpels musste ich mir nichts denken, weil sie ist da eigentlich genauso wie ich, nur andersrum, dass sie halt gut mit Kerlen klarkommt. Ich komme wunderbar mit Frauen klar. Also ich habe unheimlich viele, ich sag mal, Kumpelinen. Ja. Weil es ganz einfach so ist, ich bin guter Zuhörer und sowas und unternehme auch unheimlich gerne was mit Frauen. Weil ihr werdet es irgendwann merken, wenn ihr in ein gewisses Alter kommt. Viele von euch sind dann doch auf Party aus. Die Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Das ist ganz einfach so. Aber viele sind einfach auf Party aus, saufen, Weiber aufreißen und sonst was. Ne? Fußball. Zocken gehen in der Spielhalle. Da habe ich ja sowieso überhaupt keinen Bock drauf. Ich arbeite in einer und das pisst mich schon so ein bisschen an, wenn einer von meinen Kumpels zu zocken geht. Es sei denn, es sind wirklich gute Freunde, die halt sehr, sehr selten zocken gehen. Ne? Deswegen bin ich auch mit keinem Gast von unserer Arbeit so befreundet. Mit keinem, der regelmäßig zocken kommt. Weil ich weiß, diese Leute denken in ihrer Freizeit sowieso nur an dieses Zocken. Die denken selbst auf ihrer Arbeit teilweise nur noch ans Zocken. Das ist ganz einfach so. Das würde nie jemand zugeben. Außer vielleicht einer Servicekraft gegenüber. Wie halt mir gegenüber. Also mir gegenüber sind die Leute da auch eigentlich immer sehr, sehr offen. Weil ich auch einer bin, der auf einer Vertrauensbasis mit denen kommuniziert. Und ich bin da quasi ähnlich wie hier. Ich rede mit denen viel über privates Zeug und so.
Kommt natürlich immer drauf an, wer das ist, ne? Wenn das Leute sind, die ich gut kenne, mittlerweile, dann ist es was anderes. Dann rede ich mit denen auch, ne? Über vieles. Sind wir auf einfach? Ja. Es reicht auch vom Schwierigkeitsgrad her. Das kann schon ziemlich schwierig werden. Immer. So, und wir bauen mal das Zuckerrohr da hinten ab, bevor ich das vergesse.